Wir alle haben eins gemeinsam. Mutter Erde, die uns allen unabhängig von jeglicher Herkunft, Religion oder sonstigen Überzeugungen Raum zum Leben schenkt. Und die Sonne, die der Treibstoff allen auf dieser Erde ist. Wir alle werden angetrieben durch die unfassbare Kraft des Universums. Das Leben steckt in jedem Einzelnen von uns. Kurzum, wir sind alle wandelnde Energiefelder, die sich nur mit der Kraft der Liebe und des Lichts grenzenlos auszudehnen wissen. In diesem Sinne gehen all die Dankbarkeit und die Ehrfurcht unserer heutigen Einheit an die Kraft der Sonne. Danke, dass du uns mit allem versorgst, was wir zum Leben benötigen. Komm in eine aufrechte Haltung auf die Vorderseite deiner Matte. Die Füße sind hüftbreit und fest im Boden verwurzelt. Die Schultern sind weit weg von den Ohren und fallen locker nach unten. Bring dein Becken leicht nach vorne und aktiviere hier deine Körpermitte, sodass die Wirbelsäule gerade ist. Stell dir vor, du wirst sanft am Scheitel nach oben gezogen. Komm an auf deiner Matte und spür den Boden unter dir. Fokussiere dich auf deine Atmung und bring anschließend deine Hände zu deinem Herzen. Mit der nächsten tiefen Einatmung bringen wir die Hände über die Seiten oben zusammen. Schau nach oben. Atme aus, komm in eine ganze Vorwärtsbeuge, indem du dich vom Becken heraus nach unten kippst und gegebenenfalls die Beine anwinkelst. Atme nun ein, hebe deinen Blick und mach deinen Rücken lang. Halbe Vorwärtsbeuge. Und dann komm mit deiner Ausatmung in zwei Schritten in die High Plank. Atme ein, atme aus, senke Knie, Brust und Kinn. Einatmen, hebe deinen Blick, Baby Cobra. Atme aus, senk deinen Oberkörper wieder. Atme ein, press dich zu deinen Fersen. Atme aus, bring dein Po nach oben, herabschauender Hund. Lauf die Beine für einen Moment aus. Mach deinen Rücken lang und versuche so tief wie möglich mit den Fersen zu kommen. Atme aus, beug die Beine und komm nach vorne. Mit einer Einatmung mach deinen Rücken lang, halbe Vorwärtsbeuge. Und mit deiner Ausatmung senk deinen Oberkörper, ganze Vorwärtsbeuge. Atme ein und komm wieder nach oben. Bring die Hände über dir zusammen und mit der Ausatmung bring sie zu deinem Herzen. Und noch einmal von vorne. Einatmen, Handflächen oben zusammenführen. Ausatmen, kippe aus deinem Becken nach unten, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, mach deinen Rücken gerade, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, zwei Schritte in die High Plank. Tief einatmen, bilde eine stabile Ebene. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn berühren den Boden. Atme ein, heb deine Brust, schau nach vorne, Baby Cobra. Ausatmen, ablegen. Einatmen, press dich nach hinten zu deinen Füßen. Atme aus, bring dein Po nach oben. Lauf deine Füße etwas aus und komm in den herabschauenden Hund. Das Wichtigste in dieser Pose ist ein langer, gerader Rücken. Wenn es also notwendig ist, beug die Beine, damit du die Wirbelsäule auseinanderziehen kannst. Atme aus, beug nun die Beine und komm nach vorne. Atme ein, halbe Vorwärtsbeuge. Atme aus, ganze Vorwärtsbeuge. Mit der Einatmung komm langsam nach oben und bring die Hände über deinem Kopf zusammen. Atme aus, die Hände kommen zum Herzen. Wir machen nun mit einer vereinfachten Variante des Surya Namaskar B weiter und bringen hierfür unsere Füße zusammen. Tief einatmen. Heb die Arme nach oben, komm in deinen Stuhl. Deine Knie und Füße sind zusammen. Achte darauf, dass du deine Zehenspitzen gerade noch so sehen kannst. Halte
Mit der Ausatmung tauch hinunter in die stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, hebe deinen Blick, halbe Vorwärtsbeuge. Und ausatmen, zwei Schritte in die High Plank. Einatmen, ausatmen. Einatmen, Baby Cobra. Ausatmen, ablegen. Einatmen, presst dich zu deinen Füßen. Ausatmen, Po nach oben, herabschauender Hund. Mit der nächsten Einatmung bring deinen rechten Fuß nach vorne und erde deinen hinteren. Atme ein, bring die Arme nach oben, Krieger 1. Zentrier dich erneut, lass den Fokus auf deine Atmung und achte auf einen hüftbreiten Stand. Mit der Ausatmung, die Arme kommen nach unten, Schritt zurück und Knie, Brust und Kinn. Atme ein, schau nach oben. Atme aus, leg deinen Oberkörper wieder ab. Einatmen, komm zu deinen Fersen. Ausatmen, herabschauender Hund. Als nächstes bringen wir den linken Fuß nach vorne und erden den hinteren Fuß. Wir kommen nach oben, Krieger 1. Schau nach oben zu deinem Daumen. Und mit der Ausatmung bring die Hände wieder zurück, mach einen Schritt zurück in die High Plank und senke Knie, Brust und Kinn. Einatmen, Schultern zurück, Baby Cobra. Ausatmen, ablegen. Einatmen, Gesäß zu den Fersen. Und ausatmen, herabschauender Hund. Tief einatmen. Und mit der Ausatmung beug deine Beine. Atme ein, komm nach vorne. Halbe Vorwärtsbeuge. Atme aus, ganze Vorwärtsbeuge. Mit der nächsten Einatmung hebe deine Arme nach oben und setz dich in deinen Stuhl. Atme aus, streck die Beine und bring die Hände zum Herzen. Bring deine Arme mit nach vorne geöffneten Handflächen neben deinen Körper. Atme tief ein. Erde dich erneut. Und mit der Ausatmung bring deine Handflächen zu deinem Herzen. Die Füße sind zusammen. Tief einatmen, hebe die Arme, komm in deinen Stuhl. Das Hauptgewicht ist wieder auf deinen Fersen. Atme aus, tauch hinunter in die stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, zwei Schritte zurück in die High Plank. Einatmen, entweder wie gewohnt weitermachen oder nimm dein Chaturanga Dandasana. Einatmen, öffne dich in den nach oben schauenden Hund. Atme aus, herabschauender Hund. Lauf die Beine einen Moment aus und presst dann deine Fersen so weit es geht und so tief es geht nach unten. Bring nun deinen rechten Fuß nach vorne, heb die Arme nach oben und komm in den Krieger 1. Langsam wieder ausatmen, bring die Hände zurück, Schritt in die High Plank und nimm deinen Flow. Tief einatmen, öffne die Brust, schau nach oben. Ausatmen, presst dich zurück in den herabschauenden Hund. Und versuche mit den Fersen so tief es geht nach unten zu kommen. Linker Fuß kommt nach vorne. Wir heben die Arme. Krieger 1. Ausatmen, bring die Hände zurück. Einen Schritt zurück in die High Plank. Und Chaturanga Dandasana oder Kniebrust und Kinn. Einatmen. Und ausatmen, herabschauender Hund. Presst die Fersen erneut nach unten und komm in zwei Schritten zu der Vorderseite deiner Matte. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Mit der Einatmung hebe die Arme, komm in deinen Stuhl. Knie und Füße sind zusammen. Ausatmen, Hände zusammen und zum Herzen.
und von vorne. Tief einatmen, komm in deinen Stuhl. Wir werden etwas zügiger. Mit der Ausatmung komm in die ganze Vorwärtsbeuge. Atme ein, mach deinen Rücken gerade, halbe Vorwärtsbeuge. Mit der Ausatmung hüpf oder komm in zwei Schritten zurück in die Halbplank und nimm deinen Flow. Einatmen, öffne dich, schau nach oben. Mit der Ausatmung bring dein Becken nach oben. Herabschauender Hund. Mit der Einatmung hebe dein rechtes Bein, atme aus, bring ihn nach vorne. Atme ein, hebe die Arme, Krieger 1. Und mit der Ausatmung bring deine Hände zurück zum Boden. High Plank, Chaturanga Dandasana. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Andere Seite. Einatmen, Bein kommt nach oben. Ausatmen, platziere ihn vorne. Mit der Einatmung, Krieger 1. Atme aus, bring die Hände zurück zum Boden. Fuß zurück, High Plank. Chaturanga Dandasana. Einatmen, schau nach oben. Ausatmen, herabschauender Hund. Bleibe hier für ein paar Atemzüge. Lass die Fersen so tief es geht nach unten sinken. Press die Hände in die Matte und lass den Rücken gerade. Wir kommen nun auf die Vorderseite unserer Matte, entweder mit einem Sprung oder in zwei Schritten. Halbe Vorwärtsbeuge und mit der Ausatmung eine ganze Vorwärtsbeuge. Atme ein, komm in deinen Stuhl, hebe die Arme. Mit der Ausatmung bring deine Hände zum Herzen und dann mit nach vorne zeigenden Handflächen neben deinen Körper. Atme tief ein, erde dich erneut, verbinde dich mit deiner Atmung, nimm einen tiefen Atemzug, füll die Lungen mit Luft. Und atme alles aus. Bring deine Füße zusammen und bereite dich für die letzten zwei Runden vor. Mit einer tiefen Einatmung hebe deine Arme nach oben, komm in deinen Stuhl. Atme alles aus und senk deinen Oberkörper vom Becken. Ganze Vorwärtsbeuge. Atme ein, halbe Vorwärtsbeuge und hüpf zurück in die High Plank und nimm deinen Flow. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Lauf die Beine kurz aus, press die Fersen runter und bring dann deinen rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Hebe die Arme, Krieger 1. Atme aus, bring die Hände zurück. Einen Schritt in die High Plank, Chaturanga Dandasana. Mit der Ausatmung komm in den herabschauenden Hund. Und andere Seite. Der linke Fuß kommt zuerst nach oben und dann nach vorne zwischen die Hände. Einatmen, Krieger 1. Ausatmen, komm zurück in deine High Plank und nimm deinen Flow. Einatmen, öffne dein Herz. Ausatmen, das Becken kommt nach oben, herabschauender Hund. Komm entweder mit einem Sprung oder in zwei Schritten auf die Vorderseite der Matte und mach deinen Rücken gerade, halbe Vorwärtsbeuge. Atme aus, ganze Vorwärtsbeuge und mit der Einatmung setz dich zurück in deinen Stuhl, hebe die Arme. Ausatmen, Hände zusammen. Allerletzte Runde. Tief einatmen, beug die Beine, komm in deinen Stuhl.
Mit der Ausatmung stehende Vorwärtsbeuge. Atme ein, halbe Vorwärtsbeuge. Atme aus, komm in die High Plank und nimm deinen Flow. Einatmen, nach oben schauender Hund. Und ausatmen, press dich in den herabschauenden Hund. Lauf die Beine kurz aus, press die Fersen nach unten und bring deinen rechten Fuß nach vorne, um in deinen Krieger 1 zu kommen. Atme aus, komm zurück in die High Plank, Chaturanga Dandasana. Tief einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Andere Seite. Der linke Fuß kommt zwischen die Hände. Wir atmen ein, Krieger 1. Und ausatmen. Führ die Hände zurück zum Boden und nimm einen Schritt in die High Plank. Nimm deinen Flow. Einatmen und ausatmen. Herabschauender Hund. Press die Fersen nach unten, beug deine Beine und spring entweder nach vorne oder mach zwei Schritte nach vorne in die halbe Vorwärtsbeuge. Atme aus, ganze Vorwärtsbeuge. Und atme ein, beug die Beine und roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Roll die Schultern zurück, mach dich locker. Und lass deine Hände ausgestreckt neben deinem Körper. Bring deine Hände zum Herzen. Spür den Boden unter dir. Fühle deinen Herzschlag. Spür die Luft in deinen Lungen. Mit einer tiefen Einatmung bring die Hände über dir zusammen. Mit der Ausatmung bring deine Hände zu deinem Herzen. Namaste.